Hallo Elmo, bist du fertig? Elmo? 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 Ach, da bist du ja. Was ist denn los mit dir? Ach, wir wollten doch heute Sport machen und Fußball spielen gehen. Ja. Und da habe ich versucht, ein bisschen zu üben. Aber ich treffe den Ball ganz schlecht. Ach, das ist doch nicht so schlimm, Elmo. Und so schlecht bist du bestimmt nicht. Doch, das bin ich. Die anderen werden mich bestimmt auslachen. Ach, das glaube ich nicht, Elmo. Aber sag mal, was ist denn, wenn wir einfach ein bisschen üben, ha? Och, das bringt doch nichts. Ich hab doch eben schon geübt und es ging total in die Hose. Na komm schon, Elmo. Nur durch Üben wird man besser. Na gut, wenn du meinst. Ja, sehr gut. Aber vielleicht nicht hier im Spielerhaus. Wir gehen raus, okay? Na komm. Komm, Elmo. So, guck mal, Elmo, ist noch niemand da. Da können wir noch ein bisschen üben, ja? Okay, Julia. Aber nur, weil du es bist. Gut. Also, ich werf dir den Ball zu und du schießt ihn mir zurück, ja? Ja, ich versuch's. Okay, los geht's. Oh! Elmo, alles okay? Ja, ja. Ist nichts passiert. Aber siehst du? Ach, das kann doch jedem mal passieren. Komm, wir probieren es gleich nochmal. Ja, gut. Hier ist der Ball. Ja. Hey, das war aber gut geworfen. Vorsicht, hier kommt der Ball. Ja. Oh, wieder nichts. Hey, Elmo. Julia. Hallo, Pferd. Habt ihr schon angefangen? Nein, wir trainieren noch ein bisschen. Oi, darf ich mitmachen? Na klar. Hier. Aber ich bin immer noch ganz schlecht im Fußballspielen. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich den Ball hingeschossen habe. Naja, hier, direkt auf meinen Kopf. Ich habe ihn mitgebracht. Oh. So, Julia, jetzt bekommst du wieder den Ball. Okay. Und hopp. Oh, du kannst aber echt toll werfen, Elmo. Ja, oder? Das finde ich auch. Ja, aber werfen ist ja auch viel einfacher als schießen. Also ich finde werfen viel schwieriger. Mhm, finde ich auch. Pass mal auf, Elmo. Ich habe eine Idee. Ich werf dir jetzt noch mal den Ball zu, okay? Ja. Achtung. Oh, gut gefangen. Mhm. Genau, Elmo, du kannst nämlich total gut fangen, werfen und auch treffen. Versuch doch jetzt mal, den Mülleimer zu treffen. Den Mülleimer? Mhm. Ja, aber warum denn? Ja, mach doch einfach mal. Na gut, wenn du meinst. Mhm. Und jetzt. Super! Ach, klasse, Elmo! Getroffen! Naja, das war aber auch nicht so schwer. Also, ich finde das nicht so einfach. Naja, aber ich kann immer noch nicht mit den Füßen schießen. Ja, aber vielleicht ist Fußball auch einfach nicht der richtige Sport für dich. Ja, genau! Wir können doch da drüben Basketball spielen. Basketball ist eine sehr gute Idee. Komm, da drüben ist doch ein Korb. Wir gehen mal rüber. Ja. Meint ihr? Das könnte doch was für dich sein, Elmo. Ja, Elmo, versuch doch mal, den Korb zu treffen. Naja, ich kann es ja mal versuchen. Ja. So. Und hepp. Yeah! Super, Treffer. Spielen wir dann jetzt Basketball? Ja, wenn ihr möchtet. Oh, ja, aber seid ihr denn nicht traurig, wenn wir keinen Fußball spielen? Ach, Ivo, das können wir doch nächstes Mal auch noch machen, oder? Ja, und du kannst doch ein bisschen Fußball spielen üben bis dahin. Ja, das mache ich. Hier. Komm, mach's gleich nochmal. Ja. Und hepp. Ja, yeah, super. Jo, Treffer. Toll hier. Ja, wisst ihr was? Ich bin sehr froh, dass ich einen Sport gefunden habe, den ich auch kann. Ja, und es muss ja auch Spaß machen. Ja, das ist wichtig. So, jetzt probiere ich es auch mal, okay? Ja. Oh. Aua. Entschuldige bitte, Pferd. Ja. Siehst du, Elmo ist doch nicht so einfach. Ach, Julia, mach dir nichts draus. Wir können ja noch ein bisschen üben. Also, ich kann am besten Kopfball. So, jetzt möchte ich aber auch mal gerne auf den Kopf werfen. Na klar. So, und jetzt, rupp.
einmal